Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute mal mit einem Thema, was in der GTA-Welt ja für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und nein, ich meine jetzt nicht die GTA-erweiterte Edition, nein, sondern das neueste Abo-Modell. Ja, richtig Leute, Abo-Modell habt ihr gehört, von Rockstar Games für GTA 5, nämlich GTA Plus, ne? Ja, was das Plus bedeutet und vieles mehr erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber Leute, bevor wir mit dem Anfang, würde ich ja schon mal mit einem fetten Like fürs Video dort zu lassen und außerdem Leute, für die mich überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mir jetzt mal, was die krassesten Videos ever. Aber gut Leute, ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt an und zwar, was ist denn GTA Plus? Rockstar Games hat da, wie eben schon erwähnt, ein neues Abo-Modell rausgebracht für das Spiel Grand Theft Auto 5. Beziehungsweise eher gesagt für Grand Theft Auto Online. Ne? Also nur für den Online-Modus, nicht für den Story-Modus. Also ihr zahlt natürlich jetzt monatlich einen gewissen Betrag an Rockstar Games und dafür erhaltet ihr natürlich im Gegenzug in GTA Online gewissen Ingame-Stuff, zum Beispiel Geld, Fahrzeuge und auch Gebäude und vielleicht auch noch andere Sachen, die in der Zukunft vielleicht kommen werden. Aber Leute, erstmal die harten Fakten auf den Tisch. Was kostet das Ganze denn? Das Ganze kostet tatsächlich 5,99 €. Ja, Leute, fast ganze 6 Euro. Und wenn wir jetzt einfach mal auf Newsware schauen, haben sie natürlich auch schon gepostet, was in den ersten Monat für Vergünstigungen kommen, Geschenke kommen und alles, was in diesem Abo-Modell halt drin ist. Und wenn wir hier uns das mal anschauen, sehen wir hier, dass wir 500.000 GTA-Dollars auf unser Konto überwiesen bekommen, dass wir den Devast 8 kostenlos bekommen. Aber Leute, das ist noch nicht alles. Nämlich dieses Fahrzeug können wir jetzt auch bei diesem Haus Motorworks auch auftunen. Und zwar ist auch kostenlos. Und Leute, hier ist der Haken daran, das können gerade nur die GTA Plus Leute. Das bedeutet, die ganzen normalen Spieler, zum Beispiel wie ich, können das Ganze doch nicht machen. Das können wir wahrscheinlich erst in einer Woche oder wann auch immer, wann das für uns freigeschaltet wird. Also sprich, ihr habt hier exklusiven Zugriff auf Ingame-Inhalte von GTA Online. Ihr könnt hier zum Beispiel, wenn ihr schon eine Autowerkstatt besitzt, kostenlos nach La Mesa umziehen oder beziehungsweise die La Mesa Autowerkstatt einfach kostenlos bekommen. Ihr bekommt hier auch den Mitgliedsbeitrag im LSK Meet, wie der erstattet, falls ihr das Ganze schon habt. Wenn ihr es nicht habt, ist es kostenlos, also ganze 50.000 GTA-Dollar. Oh mein Gott. Ja, das ist schon halt echt viel. Aber gut, gehen wir mal weiter in der Liste. Da sehen wir auch, dass die Yachtbesitzer ein kostenloses Upgrade machen können. Von einer günstigen Yacht zu ganz teuren Yacht. Ja, gut, in meinem Fall hatte ich die Yacht schon. Also, naja, ne? Da steht es auch nicht drin, was für die Leute passiert, die das Ganze schon besitzen. Klar, wir kriegen hier wieder Kleidungsstücke, die natürlich einzigartig sind. Man hat hier auch eine Fließbandlackierung für die Avenger, für den MTW und den TM02 Panzer. Außerdem, Leute, bekommen wir hier kostenlose Farbvarianten und Embleme in der Autowerkstatt. Wir bekommen hier dreifache GTA-Dollars unter P auf HSW-Rennserie. Und wir kriegen auch das doppelte LSK-Meet-RP bei allen Straßenrennserien. So, das ist das, was aktuell in dem Paket drin ist für 5,99 €. Aber Leute, das ist tatsächlich noch nicht alles, was es dazu gibt. Denn Leute, für die GTA Plus gibt es auch noch exklusiv mehr Geld bei Sharkart. Also sprich, wenn euch die 5,99 € nicht ausgereicht haben und noch mehr Geld habt, was ihr Rockstar Games geben möchtet, dann könnt ihr auch noch Sharkarts dazu kaufen. Das bedeutet, ihr kriegt sogar einen Bonus auf der Sharkart obendrauf, je nachdem, welches Modell ihr von der Sharkart natürlich kauft. Also sprich, ihr kriegt einfach mehr Geld für das gleiche reale Geld. Ne? Und ja, aber generell war es das schon in diesem Abo-Modell-Paket. Und ich betone hier nochmal, Leute, das ist ein Monatsabo, was sich selbstständig verlängert. Das bedeutet, ihr kauft jetzt hier zum Beispiel einen Monat und wenn ihr das nicht kündigt, dann läuft das einfach durchgehend weiter. Natürlich das Gute und wahrscheinlich auch das Vernünftigste, was Rockstar Games hätte machen können, ist natürlich, dass ihr jederzeit kündigen könnt. Also sprich, ihr könnt es kaufen und dann auch direkt wieder kündigen und ihr habt halt diesen einen Monat, um es mal zu testen, so gesehen. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht kündigt, dann läuft das durchgehend und ihr gebt immer mehr Geld an Rockstar Games. Kommen wir jetzt mal zu meiner Meinung zu der ganzen Sache hier. Also Leute, GTA Plus ist ein Abo-Modell, was ich generell sehr bedenklich finde. Davon abgesehen, dass das Spiel schon, wie alt? 9 Jahre ist, finde ich das schon ein bisschen zu spät für so ein Spiel. Hätten die es damals rausgebracht, so 1-2 Jahre nach Release von GTA Online, dann hätte ich gesagt, ja okay, so verdienen sie halt ihr Geld. Aber sie haben ja über die 9 Jahre ihr Geld problemlos wohlgemerkt mit Sharkarts verdient.
Und deswegen finde ich jetzt dieses GTA Plus irgendwie sehr bedenklich. Warum sage ich jetzt hier bedenklich? Naja, die Leute, die GTA Plus haben, haben ja vorab Zugriff auf GTA Online Inhalten. Ne? In diesem Monat ist es ja die Devast 8 plus Tuning bei Haus Motorworks. Aber Leute, wer sagt denn, dass es nur bei gewissen Fahrzeugen bleibt? Was ich mir persönlich gut vorstellen kann, was auch meine persönliche Angst ist, dass Rockstar Games irgendwann sagt, dass die ein neues DLC rausbringen werden, aber auch sagen, ja Leute, ne, wenn ihr das DLC zocken wollt, ne, dann holt euch mal GTA Plus, sonst müsst ihr 2 Monate warten, bis ihr es zocken dürft. Ne? Und das sehe ich hier sehr kritisch, weil ich fand immer, egal was Rockstar Games gemacht hat oder wie sehr die in der Kritik standen wegen ihren Spielen, ich fand es immer super, dass die DLCs kostenlos waren. Ne, klar, die Preise waren teilweise echt übertrieben. Ich meine, hier so ein kleiner Golf, ne, kostet über 1 Million. Aber es ist auch egal. Generell ist es erspielbar, es ist kostenlos für die Leute, die sagen, ja, ich ergrinde mir das. Das fand ich super. Und hier sehe ich genau diesen Pluspunkt, dass sie es gerade wegsprengen, so gesehen, mit GTA Plus. Deswegen genieße ich das hier Ganze mit Vorsicht und nein, Leute, ich habe mir das Ganze hier nicht geholt. Mein Moderator hat es tatsächlich mal geholt, ihr seht es ja auch mal hier, der hat das Ganze mal getestet und mir auch tatsächlich persönlich gesagt, was er davon hält. Und er sagt auch, naja, also lohnen tut sich das überhaupt nicht. Ne? Klar, er hat das neueste Fahrzeug und ich kann es mit via Giftcard to Friends mir rüberziehen, aber generell ist es keine 6 Euro wert. Ne? Und deswegen, Leute, ganz klar hier meine Meinung, kauft euch das nicht. Sonst unterstützt ihr vielleicht das, dass DLCs tatsächlich in der Zukunft kostenpflichtig werden. Aber gut, Leute, das ist meine Meinung. Was haltet ihr von GTA Plus? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf, was ihr so schreibt. Aber schon mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.